Gefängnisse sind der tote Winkel unserer Gesellschaft. Menschen verschwinden hinter Mauern und damit aus unserer Wahrnehmung. Sie haben keine Stimme, weil die Gesellschaft sich draußen vor ihnen fürchtet. Aber sie haben viel zu erzählen. Über ihr Schicksal nämlich, ihre Sorgen und Ängste und über das System, das sich Strafvollzug nennt. Ein Mikrokosmos, der sich blickend von außen fast vollständig entzieht. Was war für dich denn so die intensivste Erfahrung? Welche von den 8 Geschichten bleibt bei dir besonders hängen? Also eine intensive Erfahrung war natürlich so der erste Besuch, also wo man das zum ersten Mal macht, weil man irgendwie, ja, Aufregung ist irgendwie das Falsche, man will das irgendwie alles richtig machen. Man hofft, dass das so klappt, wie man sich das vorstellt, und das weiß man nicht. In der Sicherungsverwahrung ist erstmal alles ein bisschen schöner, ein bisschen weißer in der Regel, und dann merkt man aber, dass es eben für die Insassen so schwer ist, wenn die da sitzen und eigentlich nicht wissen, wann die rauskommen. Also diese emotionale Komponente ist viel stärker. Das nimmt man schon mit. Also das kann nicht so spurlos an einem vorbeigehen. Du hast doch jede Menge Briefe geschrieben, um so einen Erstkontakt herzustellen zu den Häftlingen. Wie hoch war denn deine Erfolgsquote? Die war wahnsinnig niedrig. Das geht auch dann manchmal über Wochen, dass man dann halt zweites Mal, drittes Mal schreibt. Und das liegt nicht am Desinteresse, es liegt oft daran, dass die einfach keinen Bock haben, so viel zu schreiben. Und dann kam oft eben nicht zurück, und manchmal kommen dann Briefe, die sind 5 Seiten lang, kleingeschrieben, Minischrift, und da ist ein ganzes Leben drin. Also wie viele Briefe hast du verschickt? Ja, ich denke mal so zwischen 50 und 40, irgendwie so dazwischen. Wie hast du denn sichergestellt, dass die Informationen überhaupt stimmen und die Geschichten, die dir erzählt wurden? Du musst bei jedem Protagonisten davon ausgehen, dass er dir eine ganz große Geschichte erzählt. Also das ist die Herangehensweise, weil im Gefängnis wird viel Trash erzählt. Also das ist gar nicht gegen die Inhaftierten, das ist einfach... Da ist viel Zeit, da wird viel geredet, das ist so ein bisschen, ich habe das mal in einem Text mit dem goldenen Blatt verglichen, also alles schaukelt sich hoch, alles wird irgendwie bunter, greller. Jeder hatte mal irgendwie eine Firma, die in Ruin getrieben ist, bei jedem war die Frau daran schuld. Also man muss bestimmte Sachen von vornherein sehr skeptisch sehen, also gerade wo es spektakulär wird. Und ich habe dann versucht, in den Gesprächen bestimmte Sachen, die ich sehr spannend fand, zum Beispiel wie jetzt bei dem Glücksspieler, immer wieder zu thematisieren im anderen Kontext. Also mal, als wenn ich es vergessen hätte, mal, als wenn ich es nicht richtig verstanden hätte. Mal von einer ganz anderen Richtung kommt, zurückspringt, und habe geguckt, ist das immer gleich? Also ist das auch plausibel? Dann habe ich manchmal auch spektakuläre Sachen weggelassen, die ich einfach nicht verifizieren konnte, wo ich dachte, nee, das ist zu krass. Du hast aber jetzt nicht versucht, Faktenchecks zu machen, denen zum Beispiel mit Familienangehörigen oder anderen Leuten, die über Geschichten Bescheid wissen, noch zusätzlich zu sprechen? Ja, es gab 2 Protagonisten, wo ich das eben gemacht habe, wo ich Zugang zu der Familie hatte. Bei manchen war es mir ein bisschen zu voyeuristisch manchmal. Mhm. Da wollte ich gar nicht so nah dran. Mhm. Es gab auch viele Inhaftierte, die hatten schlicht gar keinen großen Kontakt nach außen. Und damit musste ich mich arrangieren. Also da, wo es ging, habe ich es gemacht. Da habe ich versucht, das anzuknüpfen. Ich habe viel mit Angehörigen gearbeitet, die gesagt haben, ist das plausibel? Seht ihr das auch so? Mit anderen Leuten, die zum Beispiel nicht mit dem Inhaftierten in Kontakt stehen, sondern mit Leuten, die ähnliche Delikte gemacht haben. So habe ich es versucht, weil mich ganz direkt in so eine Familie einzumischen, das fand ich manchmal ein bisschen zu übergriffig. Also das war mir so an dieser... Ich habe für mich auch so eine Grenze gezogen. Aber ich habe natürlich alles gemacht, was irgendwie ging. Ganz unten in der Gefängnishierarchie stehen die Pädophilen und Sexualstraftäter sowie die Verräter, die ausgesagt oder jemanden im Knast angeschwärzt haben. Wie bist du damit umgegangen, jetzt auch mit der Kritik, die sozusagen an deiner Berichterstattung unter Facebook-Posts zum Beispiel stand und Twitter? Hast du das verfolgt? Was würdest du dem entgegnen? Also ich habe das verfolgt, das war divers. Also die eine Kritik ist diese Kritik, die oft auch so ein bisschen aus der rechten Ecke geäußert wird, Pädophile haben sowieso kein Menschenrecht verdient und am besten hängt man sie auf. Dem kann ich nichts entgegnen, ich sehe das fundamental anders. Jeder hat die gleichen Rechte. Für mich ist auch ein Delikt erstmal etwas in einer Akte. Also ob jemand jemanden umgebracht hat oder... Das ist alles für mich nicht vergleichbar, ich war nicht dabei, ich kenne die Umstände oft nicht so genau. Und das darf man auch nicht machen. Also wenn man so eine Recherche macht, muss man sich von diesen Vorurteilen befreien. Ich hatte natürlich auch Vorurteile gegen Pädophile. Ich habe schon ein paar Geschichten da gemacht in dieser Richtung. Natürlich sitzt man da manchmal und denkt dann einfach so, nee, ich spreche jetzt mit dir nicht mehr über Kinder. Oder ich habe selber ein Kind. Das ist ganz normal. Das muss man irgendwie ausblenden. Dass viele gesagt haben, es wäre irgendwie unglücklich, zum Beispiel jetzt mit einem Pädophilen zu beginnen, sehe ich ganz anders. Alle 8 Folgen haben ein fundamentales Problem im Strafvollzug, was vorher auch mit Experten diskutiert worden ist. Dazu gehört die Geschichte. Wir haben Sexualstraftäter in der Haft, wir haben Übergriffe, die maßgeblich diese Klientel betreffen. Und das ist nicht meine Aufgabe, dann zu sagen, dass ich das weglasse oder irgendwie schönrede, sondern ich schreibe da einfach nur drüber. Und ich kann also ein paar kritische Stimmen verstehen,
Ich kann aber auf die Geschichte nicht verzichten. Dann lass uns doch mal über die großen Probleme in deutschen Gefängnissen sprechen, was du jetzt gerade schon angesprochen hast. So nach, du hast ja nicht nur irgendwie Sachen erzählt, einzelne Geschichten, irgendwelche Einzelfälle, sondern du hast dich auch mit den Strukturen in Gefängnissen beschäftigt. Was bleibt für dich da hängen? Was sind so die wesentlichen Probleme, die es im deutschen Justizsystem gibt für die Insassen? Dass es im Prinzip relativ schizophren ist. Also einerseits ist es ganz klar, dass der Staat eine Form der Bestrafung braucht. Also ich würde mal sagen, es gibt vielleicht 15% von Tätern, die sind nicht zu rehabilitieren. Die sind so in ihrem Leben drin, ihren Taten drin, dass man wahrscheinlich nichts mehr machen kann. Das würden auch Therapeuten teilen und so. Diese Menschen muss man wohl tatsächlich wegsperren. Für den weit größeren Teil gilt das nicht. Ich glaube, dass Haft nicht der Ort ist, um Menschen zu bessern. Man muss auch sehen, dass sich die Biografien dieser Menschen von Kindheit, Jugend immer gleichen. Es sind immer zerrüttete Familien, Familien, wo nicht hingeguckt wurde, in Problemvierteln, wo nicht viel Geld im Spiel war, wo es Abstürze gab, Alkoholismus, Jobverlust. Es ist immer das Gleiche. Also es ist bemerkenswert bei jedem einzelnen Täter. Da muss man definitiv rangehen, aber das später zu reparieren. Also eine Therapeutin hat gesagt, die wiederholen doch eigentlich nur, was sie als Kind schon gelernt haben. Also wenn meine Eltern mich zurückweisen, wenn meine Eltern besoffen sind und ich bin noch ein Kleinkind, was habe ich zu erwarten? Das zu reparieren kann man nicht im Gefängnis. Also im Gefängnis gehen die Leute raus und sind in der Regel krimineller, abgebrühter, immer noch so frustriert. Also eingesperrt zu sein, noch dazu mit Leuten, die auch alle eine Straftat begangen haben, unter den Ausnahmezuständen, dass man bewacht wird, dass sich die Gesellschaft kein Stück für dich interessiert, das habe ich ja auch so mitgekriegt in der Geschichte. Über Häftlinge muss man doch nicht berichten. Lass mich noch einen letzten Punkt ansprechen. Du hast ja auch die Bundesländer miteinander verglichen. Was waren für dich da denn so elementare Unterschiede? Ja, also erstmal, wie krass die Unterschiede sind. Ich habe das ja mit meiner Kollegin Eva Achinger vom BR zusammen gemacht. Wir haben also auch Daten erhoben. Eva ist aus München. Ich bin eher im Norden aufgewachsen. Also allein dieses Gefälle ist schon heftig. In Bayern werden ganz andere Maßstäbe angesetzt. Es ist viel restriktiver. Es wird sich auch meiner Meinung nach viel mehr gegen bestimmte Fortschritte im Strafvollzug gesperrt. Während zum Beispiel manche Bundesländer, wie jetzt auch Niedersachsen, ganz viel investieren, ganz viel machen wollen. Und das merkt man in den Gefängnissen. Also man merkt diese Offenheit. Und der Täter oder der Häftling ist immer noch ein Häftling, aber er ist nicht so stark unter Generalverdacht. Während in anderen Gefängnissen also dir das schlechte Gefühl gegeben wird, du bist sowieso nur Mensch zweiter Klasse. Das ist zum Beispiel auch relativ gefährlich über einen längeren Zeitraum von ein paar Jahren. Manchmal, wenn das Wetter gut ist, sitzen er und die anderen Insassen im kleinen Garten und erzählen einander Geschichten von draußen. Wie es ist, wie es wohl sein könnte, kennt ja keiner mehr von uns, sagt Steffen, denn alle Erinnerungen sind alt.